Ja, schon mal schönen guten Tag in die Runde, bevor die Präsentation jetzt losgeht. Wir haben ja eine Gruppe bisher noch nicht behandelt, nämlich die Unterstützungseinrichtungen an Hochschulen. Und das haben wir gemacht, das Hochschulforum Digitalisierung und das MMB-Institut. Und einige Ergebnisse der Studie möchte ich Ihnen jetzt gleich vorstellen. Wir sind aber auch immer noch im Prozess. Frage war, welche Maßnahmen, Prozesse und Rahmenbedingungen haben die Serviceeinrichtungen an Hochschulen in die Wege geleitet, um während der Corona-Krise die Lehre angemessen zu unterstützen? Und wie hat sich das auf die Lehre ausgewirkt? Dazu haben wir empirisch, das sehen Sie jetzt, erstmal zwei Workshops durchgeführt mit Expertinnen und Experten aus den Hochschulinstitutionen, haben aus diesen Protokollen eine Online-Befragung gestrickt, haben 70 Hochschulen ausgewählt und die dortigen Support-Einrichtungen angeschrieben und 113 Interviews gewonnen. Und hier sehen Sie, welche Support-Einrichtungen das waren. Erwartbar waren das Hochschulbibliotheken und auch Rechenzentren, aber sehr erfreulich auch Support-Einrichtungen für E-Learning, digitales Lernen und auch Zentren für Hochschuldidaktik, also eine sehr bunte Mischung auch über alle Hochschultypen hinweg. Was wurde gemacht? Hätten wir auch erwartet, Einrichtung von Videokonferenzsystemen, Zoom, natürlich auch Online-Seminare für Lehrende und auch immer wieder bilaterale Online-Beratung. Es waren aber auch viele andere Maßnahmen, die wir gesammelt haben und die wir im Bericht später dokumentieren werden. Interessant ist, wenn es um Partnerschaften und Vernetzungen ging, dann passierte das vor allen Dingen innerhalb der Hochschule. Es wurden aber nur wenige Kontakte nach draußen gebildet, vor allen Dingen nicht unbedingt zu Landesinstitutionen und Fachgesellschaften. Das werden wir gleich nochmal in Zahlen sehen. Sie sehen zum Beispiel im ersten Kasten, die suchen noch mehr den Zusammenhalt mit anderen Support-Einrichtungen. Und wenn wir mal bei den Landeseinrichtungen schauen, im nächsten Kasten, da gibt es kaum eine neu entstandene Zusammenarbeit zu Ministerien und auch nicht zu Fachgesellschaften. Es gibt eine ganze Menge Hochschulen, die vorher schon Zertifikatsprogramme zur Qualifizierung von Lehrenden hatten und die liefen größtenteils weiter. Da haben also die Einrichtungen sehr flexibel reagiert. Das werden wir gleich noch sehen, dass viele das Ganze sehr geschmeidig auf digitale Formate umstellen konnten, in 70% aller Fälle. Andere haben sich noch ein bisschen Zeit gelassen und weiter geplant, und noch andere haben es erstmal eingefroren, aber das waren wirklich die wenigsten. Ja, Corona als Strategie-Accelerator, das hat sich eigentlich durch alle Interviews durchgezogen. Da, wo es schon Digitalisierungsstrategien gab, wurden sie jetzt umso schneller durchgezogen, von der Planung her und erst recht von der Umsetzung. Es kamen neue Akteure hinzu und das Thema rückte höher auf der Agenda. Das sehen wir hier an zweiter Stelle. 90% der Befragten haben gesagt, Thema ist wichtiger geworden. Die anderen weiter oben haben gesagt, Planung und Umsetzung hat sich beschleunigt bei den Digitalisierungsstrategien und einige haben auch ihre Strategien ganz geändert. Das wichtigste und überraschendste Ergebnis ist die Verstetigung. Was passiert jetzt im Anschluss? Und viele haben sich beklagt, dass die Finanzierung fraglich ist. Nicht nur, weil jetzt Interims-Corona-Töpfe plötzlich auslaufen, sondern auch viele andere Budgets im Exzellenzbereich beispielsweise. Das sehen wir hier auf dem Chart, dass bestehende Budgets, mit denen man bisher immer gut gerechnet hat, auch Personalstellen, in 1 bis 2 Jahren nicht mehr da sein werden. Und da fällt das mit den Sondermitteln des Landes gar nicht mehr so sehr ins Gewicht. Und das wäre jetzt eine wichtige Empfehlung aus unserer Studie, die Finanzierung allgemein sichern. Alles Weitere können wir dann gleich in den Breakout-Sessions noch sagen. Dort werden Lavinia Jonika mit dabei sein und Christine Tovar.
Julia Hense, sicherlich auch vom MMB-Institut. Und wenn Sie uns eine Mail schicken wollen, haben Sie hier schon mal die Mailadressen. Am Ende des Jahres wird der Bericht kommen. Vielen Dank.